In diesem Video siehst du eine Anleitung für eine Lolli-Verpackung, die mit der Anhängerstanze hergestellt worden ist. Also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen! Hier ist wieder Michelle von Stempelrausch. Schön, dass du wieder vorbeischaust. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie so eine Lolli-Verpackung gebastelt wird. Dazu habe ich dann die Anhängerstanze verwendet, die so vielseitig ist. Damit kannst du nicht nur so eine Lolli-Verpackung herstellen, du kannst damit unendlich viele Sachen basteln, was das Bastelherz hergibt. Ich zeige dir kurz ein paar Beispiele, was du noch damit machen kannst. Das zum Beispiel habe ich vor 4 Jahren für unsere Hochzeit gebastelt. Das waren jetzt Namensschilder. Das habe ich dann auch mit der Anhängerstanze gemacht. Da war dann ein Küsschen drin, beziehungsweise eine kleine Schnapspraline. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, kleine quadratische Schokoladen zu verpacken. Sowas zum Beispiel. Da kommt dann einfach ein bisschen Band drumherum. Achso, genau, da hatte ich das dann mit dem Leinfaden mal gemacht. Du kannst zum Beispiel jetzt auch den schicken neuen Leinfaden oder Leinenband ist das, glaube ich sogar, heißt das, aus dem Herbst-Winter-Katalog verwenden. Das würde dann einfach hier so durchgeschoben werden. Beziehungsweise, Moment mal kurz, einmal so, dann so und dann einfach hier ein Schleifchen drum wickeln oder drum binden. Das wäre noch eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, Karten damit zu gestalten. Das ist auch eigentlich total einfach, wenn man weiß, wie das geht. Wenn du wissen möchtest, wie sowas mal gebastelt wird, dann hinterlass mir doch einfach einen Kommentar, dass ich dann weiß, okay, dich interessiert sowas, sowas möchtest du gerne sehen, dann mache ich dafür auch gerne mal eine Anleitung. Genau, also da kann man dann auch wunderbar Band drum wickeln, je nachdem, was du für ein Band da hast und wie das Ganze für dich dann gestaltet werden soll, also welche deine Lieblingsfarben sind. Man kann jetzt auch dieses hübsche in Vanille pur zum Beispiel nehmen, das heißt Spitzenband. Das findest du im Jahreskatalog. Und du kannst damit auch Anhänger bzw. so ein Lesezeichen basteln. Das ist wirklich auch ganz schnell hergestellt. Und wenn du den Stamparatus hast, dann geht das sogar noch schneller. Weil du, wenn du ja zum Beispiel 10 Stück anfertigst, dann kannst du dann immer wieder dieselbe Stelle stempeln, ohne den Stempel wieder neu zu positionieren. Nun komme ich aber zu der Halloween-Verpackung. Also, ich habe verwendet das Stempelset Unheimlich Lecker aus dem Herbst-Winter-Katalog, welches zusammen mit der passenden Stanze Fledermäuse angeboten wird. Du kannst beides einzeln bestellen. Du kannst es aber auch, solange der Herbst-Winter-Katalog gültig ist, im Produktpaket bekommen, 10% günstiger. Also sparen ist sowieso immer toll. Und wenn du sagst, oh, die Fledermäuse finde ich auch klasse, dann solltest du dir beides dann gleich zusammenzulegen. Stampin' Up! Produkte kannst du bei mir bestellen. Die Bestellinfos findest du in der Infobox oder auch auf meinem Blog auf www.stempelrausch.de. Außerdem liste ich alle Produkte auf, die für die Lolli-Verpackung benutzt worden sind. Also sämtliches verwendetes Material findest du ebenso in der YouTube-Infobox. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für diejenigen, die selber Videos drehen oder Fotos machen von ihren Sachen. Das Stempelset habe ich jetzt ja ein bisschen erhöht, weil wenn ich das jetzt so hinlege, spiegelt das möglicherweise, wie man hier sieht. Und du kannst einfach ein Gummiband um eine Stanze zum Beispiel wickeln und das dann so erhöhen. So rutscht das nicht runter. So, das ist auch halt für Karten möglich. Also manchmal hat man ja Karten, wenn man die hübsch fotografieren möchte und die vielleicht anders hinstellen möchte, dann siehst du, das rutscht hier immer runter. Damit halt nicht. Mit dem Gummiband. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Für die Lolli-Verpackung habe ich hier einen Farbkarton in DIN A4 verwendet
Und zwar ist das die Farbe Kürbisgelb. Du bekommst aus diesem großen Stück insgesamt 8 solcher Streifen. Wie das jetzt funktioniert, das zeige ich dir. Du benötigst als erstes den Papierschneider, um den Farbkarton in der Mitte durchzuschneiden. Ich lege den hier bei 14,8 cm an und schneide den mit der dunkelgrauen Schneideklinge. Der Papierschneider hat ja eine Schneideklinge und eine Falzklinge integriert. Die Schneideklingen und die Falzklingen kannst du auch separat nachbestellen. Also ich empfehle dir auch, wenn du dir den Papierschneider zulegst, bestell dir auch ein paar Ersatzschneideklingen dazu. Es kann ja immer mal sein, dass dann je nachdem, wie viel du den und wie oft du den Papierschneider benutzt, dass die Klingen irgendwann stumpf werden. Und so hast du dann immer welche parat. So, einmal in der Mitte durchschneiden bei 14,8. Und jetzt nehme ich hier den Farbkarton und lege auch wieder bei der kurzen Seite an. Das erste Mal bei 7 cm Falze. Drehe den Farbkarton um 180 Grad und falze ebenfalls bei 7 cm. So hast du dann jetzt eine Falzlinie, beziehungsweise hast du jetzt hier eine Aussparung von 8 mm. Von der Dicke her reicht das aus, dass dieser Lolli dann auch hier reinpasst. So, dann, wenn du diesen Papierschneider hast, dann schneide ihn bei 2 Inch. Falls du einen Papierschneider hast, der nur Zentimeterangaben hat, dann schneide das bei 5,1 cm. Die andere Hälfte kannst du auch gleich mit bearbeiten. Da kannst du dann auch wieder jeweils bei 7 cm falzen und genauso schneiden. Die Anhängerstanze ist nämlich genau 2 Inch breit, beziehungsweise 5,1 cm, deswegen auch das Maß. Falls es schmaler ist, also falls das hier hin und her ruckelt, weil das vielleicht nur 4,9 cm sein sollten oder so, dann drehe die Stanze am besten um, dass du dann siehst, wie du stanzt. Es kann immer mal sein, Moment, ich schneide jetzt einfach mal ein schmaleres Stück ab, dass du dann auch siehst, was ich meine. Ich mache jetzt mal wirklich bei 4, knapp unter 5 cm. Hier siehst du schon, wie das hin und her rutscht. Also hier ist das richtig schön bündig, aber hier halt nicht. Und deswegen drehe den Farbkarton einmal um, dass du das dann mittig ausrichten kannst. Nämlich, wenn du den Anschlag zu weit links oder rechts hast, dann hast du hier so eine komische Kante. Und wenn du das dann so anlegst, dass das dann wirklich mittig ist, dann hast du zwar immer noch so eine Mini-Kante, beziehungsweise beide Ecken sind nicht ganz rund, wie bei dem jetzt zum Beispiel. Also du siehst das hier. Wenn das wirklich genau 2 Inch sind, beziehungsweise 5,1 cm, dann ist das wirklich schön abgerundet. Und so sieht das dann aus, wenn man zu weit links oder zu weit rechts abschneidet oder stanzt, wenn das dann zu schmal geschnitten wurde. Deswegen, also wenn du dir unsicher bist, schau einfach auf die Rückseite, also hier reinstecken. Du kannst ruhig bis zum Anschlag das dann hochschieben, weil hier bis weiter geht's nicht. Hier ist so eine Kante, das geht nicht weiter rein. Und dann einfach stanzen. Genau, das kann ich dann jetzt gleich schon mal verwenden für meine Lolli-Verpackung. Das ist jetzt schon halbwegs das fertige Grundgerüst. Ich brauche jetzt mir nur noch ein Löchlein stanzen. Da mache ich mir immer gerne vor eine Markierung, dass ich dann auch genau die Mitte treffe. Und verwende jetzt die 1/8 Inch Handstanze, beziehungsweise 3,2 mm. Die wird auch oft und gerne übersehen im Hauptkatalog. Die findest du bei den ganzen Stanzen auf Seite 210. Das ist dieser kleine Punkt. Das ist die Stanze. Die hat zwar ein anderes Design, also die ist jetzt genauso dunkelgrau wie die anderen Stanzen auch. Das ist noch mein altes Modell, was ich halt von früher habe.
dann setzt du einfach die Stanze hier an, guckst du, wo das Loch ist. Am besten noch einmal vorne rauf gucken, nicht, dass du das zu weit nach rechts oder zu weit nach links hast, weil sonst hast du dann nachher ein schiefes Loch oder kein schiefes Loch, aber zu weit an der Kante. Also ich möchte das dann gerne mittig haben und dann einfach, ja, das sieht gut aus. Jetzt brauche ich meine Stempelunterlage. So, die Anhängerstanze kann ich erstmal beiseite packen und nehme jetzt hier meinen Farbkarton. Kann ich schon vorher knicken, muss ich aber nicht unbedingt. Jetzt kommt das Stempelkissen in Amethyst zum Einsatz. Und dieser hübsche Hintergrundstempel. Viele Stempel aus diesem Set kannst du auch nach Halloween noch benutzen. Zum Beispiel Unheimlich Lecker kannst du für sämtliche Naschis verwenden. Ebenso den Stern. Sterne passen sehr oft auf vielen Projekten. Mond kannst du zum Beispiel auch für Babykarten nehmen. Fledermäuse sind nun mal ein bisschen Halloween-lastig. Aber wie gesagt, also den Hintergrundstempel, den finde ich, was ja eigentlich so ein bisschen wie eine Wolke darstellen soll, kann man aber, wie gesagt, als Hintergrundstempel verwenden. Den setze ich jetzt auf meinen Block D. Und stempel einfach so, wie mir das gefällt. Das reicht mir schon. Ne, den brauche ich gleich noch. Genau. Dann brauche ich jetzt hier noch den Mond und den Stern, was ich ja ebenfalls in Amethyst stempeln werde. Der Stern kommt auf den kleinen Acrylblock, das ist Größe A. Also das ist der kleinste Block und das ist die nächste Größe. Das ist Block B. Das kann ich dann hier einfach auf so ein Stück Restfarbkarton in Flüsterweiß stempeln. Und nehme dann dazu die Elementstanze Mond und Sterne, welche du im Jahreskatalog 2018-2019 auf Seite 211 findest. Und jetzt noch den kleinen Stern. Dann habe ich als nächstes den Spruch zum Schmausen ohne Grausen. Da kann ich dann auch den Block B verwenden. Nehme das hier im Limette und nehme hier mein schwarzes Memento-Stempelkissen. Mit der 1¼ Kreisstanze stanze ich den Spruch einmal aus. Und mit der 1¾ Wellenkreisstanze stanze ich mir auch ebenfalls einen Kreis in Schwarz aus. Das klebe ich gleich zusammen. Die Fledermäuse habe ich auf meiner Verpackung komplett in Schwarz gelassen. Man könnte sie auch stempeln. So sieht das dann gestempelt und ausgestanzt aus. Ich habe das jetzt nur mit dem Acrylblock gestempelt. Also mir ist der Abdruck schon ein bisschen zu hell. Also würde ich das mit dem Stamparatus stempeln, könnte ich die Fledermäuse ein bisschen dunkler stempeln. Also einfach nochmal neu einfärben und nochmal losstempeln. Deswegen, ich lasse jetzt einfach den Farbkarton in Schwarz. Und stanze hier ein paar Fledermäuse aus.
Und jetzt wird beklebt. Den Mond klebe ich mit dem Tombow Mehrzweckflüssigkleber auf. Da braucht man gar nicht viel von. Fast alle. Da brauche ich bald wieder eine neue Packung. Hier kommt auch ein bisschen Tombow drauf. Ein Stampin' Dimensional, beziehungsweise der Rand davon. Kannst du ja auch noch gut verarbeiten. Resteverwertung sozusagen. Den klebe ich ja so ein bisschen extra schief auf. Dann habe ich hier eine Fledermaus. Die biege ich jetzt hier ein bisschen. Und nehme hier so einen Mini-Klebepunkt. Das sind 300 Stück auf der Rolle. Das sind so ganz kleine Klebepunkte. Da drückst du einfach das Papier auf den Klebepunkt drauf, beziehungsweise auf die Rolle so drauf. Und dann nimmst du das so ab. Und dann haftet der Klebepunkt auf der Rückseite. Moment, ich hoffe, du kannst das gut sehen. So kann man das gut sehen, genau. Und die große Fledermaus bekommt zwei Mini-Stampin' Dimensionals aufgeklebt, dass die so ein bisschen erhöht sind. Sag mal. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Garn. Du kannst den Lolli entweder schon vorher reinstecken. Ach so. Also es passen nicht nur solche Brause-Lollis hinein, sondern auch noch andere Lollis, wo man die Folie unten ein bisschen beiseite oder hochschieben kann. Es gibt auch Lollis, da ist die Folie so richtig schon, also sehr fest an dem Stiel dran geklebt, so rein befestigt, dann wird es wirklich sehr schwierig, weil das Loch dann zu klein ist. Also da kann man sich dann das Loch quasi dann kaputt machen, also zu sehr ausfransen. Also das, wie gesagt, würde auch gehen, einfach ein bisschen weiter runterschieben. Es war auch eine enge Kiste, aber es geht. Dann ist das von der Verpackung her ein bisschen breiter, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. So, jetzt nehme ich hier das gestreifte Geschenkband in Amethyst, welches ich übrigens total süß finde. Und das ist so schön flexibel. Also es fühlt sich so weich und dünn an. Damit kann man bestimmt auch wieder tolle Schleifen binden. Oder halt Karten und Verpackungen mit verzieren. So, jetzt mit der schwarzen Kordel mache ich jetzt hier einfach einen Knoten drum. Und fertig ist meine Lolli-Verpackung. Das war es auch schon. Ich hoffe, dir hat diese Anleitung gefallen. Wenn ja, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Teil auch gerne dieses Video.
Und wenn das hier dein erstes Video ist auf dem Kanal Stempelrausch, dann abonniere doch gleich den Kanal. Denn einmal die Woche bekommst du ja ein neues Video zu sehen mit Bastelanleitungen für Karten, Verpackungen etc. Alles, was rund mit Stampin' Up! Zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!